Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Wir nehmen euch wieder mit durch unseren Alltag und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Heute geht's weiter mit Teil 2 vom Kuchenbacken. Ich habe euch ja gestern schon mitgenommen. Wir haben ja gestern schon zusammen den Kuchen gebacken und heute kommt noch die Füllung rein und wir müssen gleich auch noch einkaufen fahren, denn wir wollen ja heute Abend grillen. Meine Eltern kommen ja auch, die sind doch gerade schon auf dem Weg. Und da müssen wir noch so einiges einkaufen, deswegen fahren wir jetzt zu Rewe und kaufen noch die restlichen Sachen ein. Die sollen sehr gut sein, diese Pirschbrötchen. Gut, dann probieren wir die mal. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Jetzt gucken wir noch nach Trinken. Nehme ich hier einmal noch Eistee mit. Und jetzt gucken wir noch zum Anstoßen nach einem Sektchen und dann sind wir auch schon fertig. Wir sind jetzt wieder zurück von Rewe und haben jetzt alles eingekauft, was wir heute noch brauchen. Wir haben noch einmal Chips für später mitgenommen. Dann für die Burger einmal Tomaten. Käse. Zweimal. Noch einmal Limo, die kann ich hier gleich mit hinstellen. Burgerbrötchen, die sollen wohl ganz gut sein, hat Kevin gesagt. Die wählen wir mal aus. Dann einmal Aufschnitt, falls sich jemand irgendwas belegen möchte. Dann einmal Salat für die Burger. Zweimal Würstchen, einmal Salami. Dann einmal Eistee Zitrone. Was machst du? Stellst du im Kühlschrank oder was? Dann einmal Rotkäppchen, nochmal Burgerbrötchen, dann original dänische Burgerbrötchen und Hackfleisch. Wir werden uns jetzt mal noch um unseren Kuchen kümmern. Ich habe den Kuchen jetzt schon soweit aufgeschnitten und jetzt werden wir die Füllung machen. Ich habe jetzt schon meine Schlagsahne geschlagen. Dann steht hier, ich brauche noch 200 ml warmes Wasser. Dann sollte man das Cremepulver damit reinmischen und dann die Sahne unterheben. Ja, das klingt doch machbar. Also erstmal das Pulver rein. So. Dann das Wasser dazu und rühren. Sunea und Kevin lesen gerade ihr Lieblingsbuch. So sieht die Creme jetzt aus. Perfekt, würde ich sagen. Wir haben es hinbekommen. Die werde ich jetzt hier drauf verteilen. Aber ich brauche mal einen größeren Untersetzer dafür. Betten wir den einmal um. So. Okay. Wollen wir mal. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Ich habe jetzt noch ganz schön viele Erdbeeren übrig. Wenn Sunea gleich fertig mit Essen ist, dann darf sie einfach naschen. Mal sehen, ob das jetzt was wird. Das jetzt erwärmt.
Jetzt haben wir das hier lang drücken. If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? This moment, can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here? Ich werde jetzt den Rest Sahne, den ich noch habe, oben verstreichen. Darauf kommen dann noch die restlichen Erdbeeren und die Dekorzahlen und Buchstaben. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much? Der Kuchen ist fertig und ich bin so stolz drauf. Der ist so schön geworden und so hoch. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass der so hoch wird. Der muss jetzt aber unbedingt in den Kühlschrank, sonst verläuft mir der. So, Nea geht jetzt ins Bettchen und wenn sie dann wieder aufwacht, dann sind ihre Gäste wahrscheinlich auch schon da. Schlaf gut, Mäuschen. So, Neas Geburtstagstafel ist jetzt auch wieder aufgebaut. Hier hängen wieder die schönen Einsen. Hier ist der My Little Pony Luftballon, da habe ich nochmal Luft drauf gemacht. Hier liegt die Rainbow Dash. Teller sind auch schon bereit und Gabeln und Servietten. Da sitzt das Geburtstagskind. Dann fehlen jetzt nur noch die Gäste. Die Stecker mache ich nachher in meinen Kuchen rein. Dann passt der auch zum Motto. Ich glaube, die Wim Wicket habe ich euch letztes Mal gar nicht gezeigt. Die hing letztes Mal schon. Und die ist voll süß. Damit auch alle wissen, dass so Nea hier Geburtstag hat. Hier ist auch der Kuchen vom letzten Mal. Der ist noch gut. Den haben wir extra im Keller gelagert, damit der nicht schlecht wird. Auf der Seite ist extra angegeben, dass der noch 7 Tage... nach Erhalt gültig ist. Deswegen können wir den heute auch noch mal essen. Jetzt habe ich den hier auch noch mal so schön verziert und dann kommt er auch gleich mit auf den Tisch. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. Thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Oh, show me what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. Baby, I don't want to lead you on. Not looking for something steady, not for.
wie ihr sehen könnt, haben wir die Tische abgebaut. Denn wir haben uns jetzt draußen auf den Balkon gesetzt. Es ist jetzt richtig schön abgekühlt draußen und es ist einfach so schön, gerade draußen zu sitzen. Kevins Mama und meine Mama sind gerade spazieren gegangen. Die gucken sich ein bisschen unseren Ort hier an. Shirin und ihr Freund sind auch da und Sinead hat auch schon Geschenke ausgepackt. Und gerade reden wir einfach draußen und haben einfach eine wunderschöne Zeit. Es ist ein richtig schöner Geburtstag, eine richtig schöne Feier. Ich bin so happy. Hier sind auch noch Geschenke dazugekommen und draußen steht auch noch ein großes Geschenk von meinen Eltern. Ich wollte jetzt eigentlich nur was zu trinken holen und jetzt gehe ich auch wieder raus, wieder mitfeiern. Ich werde das Trinken jetzt rausbringen und dann werde ich hier noch ein bisschen aufräumen und schon mal die Spülmaschine anmachen. Der nächste Tag, Leute, und schaut mal, wie es hier aussieht. Oh nein, das darf ich nachher erstmal aufräumen. Wir waren jetzt gerade noch essen mit Shirin und ihrem Freund und mit meinen Eltern, mit Kevins Eltern und hatten einfach nochmal so einen richtig schönen Abschluss. Es sind jetzt alle nach Hause gefahren und ich hoffe, toi toi toi, dass sie ohne Stau nach Hause kommen. Wie gesagt, ich habe hier jetzt noch einiges zu tun, so näher geht gleich ins Bett. Aber noch ein paar abschließende Worte zu diesem Wochenende. Also ich hatte lange nicht mehr so ein schönes Wochenende gehabt. Es war wirklich so schön, dass alle hier waren und alle haben sich verstanden und es war einfach lustig. Einfach richtig gute Laune das ganze Wochenende lang. Es war einfach so schön und ich bin so froh, dass Sonja so liebe Menschen um sich drumherum hat, die sie alle lieben und extra diesen Fahrtweg für sie auf sich nehmen. Und schaut mal, was meine Eltern Kevin mitgebracht haben. Und seinen Eltern haben sie das auch mitgebracht. Das ist Senf aus unserer Region von oben. Richtig cool, da hat er sich gefreut. Ich würde mich jetzt aber erstmal von diesem Video von euch verabschieden. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!